Guten Abend, liebe Teilnehmer an unserem Workshop. Ich begrüße Sie recht herzlich, begrüße Sie hier im Live-Workshop und ich begrüße natürlich auch Sie, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen und dann eben hier unseren Vortrag und auch die Möglichkeit der Fragenstellung dann genießen. Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße auch meine Eltern. Lieben Dank, dass ihr hier für mich die Unterstützung seid, wie immer. Und ja, würde ich sagen, beginnen wir mit der Präsentation. Heute wieder Montag, der 30.09. Ja, das Oktoberfest ist im vollen Gang. Und wir sehen uns hier in unserer Runde zum Agile Care Workshop. Und ich begrüße Sie nochmal recht herzlich. Ja, heute möchte ich mich einem Thema widmen, zu einer Frage, die ich am Tag sehr oft gestellt bekomme und die doch wahrscheinlich nicht an Aktualität verlieren wird und auch wahrscheinlich nicht komplett beantwortet werden kann. Aber erstmal das Allerwichtigste vom Wichtigen, nämlich Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Und die Frage, die ich mir stelle oder die mir oft gestellt wird, lautet, was geht denn gerade so um? Und ich gebe Ihnen jetzt mal schon die Files zum Download bereit. Das können Sie in aller Ruhe dann downloaden, auch während des Vortrags und auch danach noch können Sie sich das herunterladen, die Files dazu. Ja, die Frage ist, was geht denn gerade so um? Und Hintergrund der Frage, ja, diejenigen, die sich diese Frage stellen oder die uns diese Frage stellen, wissen es für sich, ist vielfach und vielfältig zu betrachten und kann zum Beispiel plötzliches Auftreten allgemeinen Unwohlseins sein, wie zum Beispiel bei einem grippalen Infekt oder einer Virusinfektion, aber auch sich nicht bessernde Erkrankungen oder Symptome, wie zum Beispiel Bronchitis oder auch ein vorhaltener Magen-Darm-Infekt. Ja, was oder wer bzw. welche Erreger stecken dahinter? Das ist heute mein Thema und ich habe mir hier die Mycoplasma pneumoniae herausgesucht. Für den einen oder anderen ist das eventuell auch sogar aktuell. Aber es handelt sich hierbei um ein sehr kleines Bakterium. Es ist 0,2 bis 0,3 Mikrometer klein. Also das ist etwa 10-mal kleiner als ein Escherichia coli Bakterium. Also um einmal ein Größenverhältnis Ihnen veranschaulichen zu wollen. Und das Mycoplasma pneumoniae hat sowohl eine RNA als auch eine DNA. Fand ich bei der Recherche ganz interessant und dachte, Sie wollen das vielleicht auch wissen. Ja, es fehlt dem Erreger die moreinhaltige Zellwand, weswegen es mit der Gramfärbung, das ist eine Art und Weise, wie man bestimmte Erreger farblich darstellen kann, dass die Möglichkeit entfällt, weil es nicht einfarbbar ist. Das hat keine Zellwand, das Bakterium. Und auch, Sie werden es ahnen, zellwandaktive Antibiotika sind gegen Mycoplasma pneumoniae wirkungslos, was eben auch hier die medikamentöse Eindämmung oder der Versuch, sie inaktiv zu machen, sehr reduziert. Ne? Also wenn dann hier die zellwandaktiven Antibiotika wegfallen. Mycoplasma pneumoniae gibt es überall weltweit und ist häufiger Erreger von Pneumonien, also Lungenentzündung, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Zusammen mit Chlamydia pneumoniae und den Legionellen stellt Mycoplasma pneumoniae die größte bakterielle Ursache für atypisch ambulant erworbene Pneumonien dar. Das atypisch ambulant erworben heißt nichts anderes als in normaler Umgebung erworben.
Der Unterschied dazu wäre, dass nosokomial erworbene, also das entweder im Krankenhaus erworbene oder im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen stehende, das heißt nosokomial. Und hier handelt es sich um die ambulant erworbene Pneumonie. Bei Mycoplasma-Pneumonie reichen bereits kleinste Erregermengen, um eine Erkrankung zu verursachen. Allerdings, bei der Mehrzahl der Patienten kommt es nach einer Inkubationszeit, die recht lange dauert, nämlich 2 bis 4 Wochen. Also nach dieser Inkubationszeit kommt es bei der Mehrzahl der Patienten zu nur leichten Erkrankungen, also einer leichten Pharyngitis, das ist eine Rachenschleimhautentzündung, oder einer leichten Tracheobronchitis, das ist die Entzündung der Luftröhre und der Bronchien, also Trachea, das ist die Luftröhre, Bronchien. Die Bronchien, also dass die Trachea-Bronchitis ist die Entzündung dieser Organteile. Meist zeichnet sich die Infektion allerdings durch milde Symptomatik aus, zum Beispiel durch leichte Halsschmerzen. Also wir haben jetzt hier einen Erreger, der relativ lang braucht für seine Inkubationszeit, nämlich 2 bis 4 Wochen, den wir nicht gut nachweisen können, weil er eben keine Zellwand hat. Man kann ihn schlecht einfärben. Auch im Labor dauert der Nachweis sehr, sehr lange, ist sehr kompliziert. Und wir haben hier in den meisten Fällen von denjenigen, die sich hier infizieren, leichte Erkrankungen. Nichtsdestotrotz, 3 bis 13% der Infizierten können eine atypische Pneumonie entwickeln. Das zeichnet sich aus durch Husten, immer weiter während der Husten, trockener Reizhusten, Kopfschmerzen, Krankheitsgefühl, selbstverständlich Schüttelfrost, Fieber ist mit dabei und eben aus der Lunge beim Atmen Rasselgeräusche und sogenanntes Giemen kann bemerkt werden. Mit AGCare erreichen wir die Erreger mittels selektiver spezifischer Frequenzmuster. Das wissen Sie, deswegen haben Sie auch einen AGCare und nutzen das AGCare, und wir haben hier die Empfehlungen bei dem Auftreten dieser Symptomatik, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Also einmal A117, grippaler Infekt, A268, Pharyngitis, da steht ja auch nochmal davor, Rachenschleimhautentzündung, also Pharyngitis, dann C188, Bronchitis, das sind die ganzen Sachen, die ich jetzt hier vorher auch schon genannt hatte. Und wir haben auch Anwendungen und Empfehlungen gegen die Erreger direkt. Einmal BOE491, das ist die Anwendung Mycoplasma Pneumonie. Also beim Verdacht auf die Beteiligung dieses Erregers kann man hier diese Anwendung durchführen. Das ist unsere Empfehlung zu dessen Eliminierung. BOE181, Chlamydophila, in Klammern Chlamydia, Pneumonie. Das habe ich Ihnen auch noch mit aufgeschrieben hier. Sie sehen, ich weiche hier von unserer bislang vorherrschenden Empfehlung gegen Chlamydia, Pneumonie ab. Da haben wir ja bislang immer die A371-Anwendung empfohlen. Aber wir haben vermehrt positive Rückmeldungen erhalten von Anwendern, die für sich diese Anwendung BOE181 durchgeführt haben, zur Eliminierung konkret dieses Erregers, dessen Beteiligung. Und die sind erfolgreich gewesen, und weswegen wir hier auch unsere Empfehlung für sie zu deren Eliminierung abändern in BOE181. Und ich habe die Anwendung BOE181 aus dem Grund hier mit aufgeführt, für den Fall des Verdachts auf die Beteiligung dieses Erregers Chlamydophila Pneumonie bei den Symptomen, die sich hier zeigen, gegebenenfalls. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Mycoplasma-Pneumonie, über die wollte ich ja zunächst erstmal sprechen. Mycoplasma-Pneumonie war vor der Covid-19-Hysterie mit all ihren irrwitzigen Maßnahmen eine häufige Ursache von Atemwegsinfektionen. Weltweit gab es da eine Inzidenz in der Zeit 2017 bis 2020 von 8,61%. Das ist schon ein hoher Anteil, wenn man dafür von einer weltweiten Inzidenz spricht.
Infektiologen schrieben in The Lancet, das ist ein, ja, das ist ein Publikationsblatt für die Medizin. Sie schreiben da drin, ab März 2020 führten nicht pharmazeutische Interventionen, da gibt es sogar eine Abkürzung, nennt sich NPI, also alles, was mit Abstand, Kontaktverboten, Homeoffice, Homeschooling, all dieser ganze Kram zu tun hat, das sind nicht pharmazeutische Interventionen. Und diese führten zu einem deutlichen Rückgang der Mycoplasma-Pneumonie-Infektionen. Erstmal ja was Gutes, wenn man davon ausgeht, dass hier dann auch entsprechender Anteil eventuell zu einer Lungenentzündung geführt hat. Die Rückkehr zur neuen Normalität könne dazu führen, schreiben sie, dass schwere Formen bekannter Infektionen, und da schließe ich hier auch die Mycoplasma-Pneumonie-Infektion ein, zunehmen. Und das scheint wohl jetzt der Fall zu sein, wenn man das in der Presse verfolgt. Seit Mitte Oktober letzten Jahres, also Oktober 2023, gibt es Berichte über die Zunahme grippeähnlicher Erkrankungen. Das haben Sie ja vielleicht auch mitbekommen. Influenza, RSV, also respiratorisches Syncytial-Virus, SARS-CoV-2 hat uns auch noch nicht ganz verlassen und eben auch Mycoplasma-Pneumonie. Und hier bleiben weiterhin unsere Empfehlungen hier gegen die entsprechenden Erreger vorzugehen, dass sie dann zu eliminieren und eben hier die Beeinträchtigungen dann ja einzudämmen, zu hemmen, nicht in Gänze ausbrechen zu lassen. Hier nochmal habe ich es Ihnen aufgeschrieben, was wir hier empfehlen. Allen voran A117, grippaler Infekt. Da wissen Sie ja aus unseren vergangenen Workshops, dass hier bereits bei den meisten Anwendern es so ist, wenn sich hier das erste Kribbeln, Kratzen im Hals oder in der Nase zeigt, diese Anwendung angewendet, dass hier bereits auch noch während der Anwendung auch schon dann ein Rückgang der Symptome zu beobachten ist. Das Gleiche gilt auch für die Anwendung A268, Rachenschleimhautentzündung, Pharyngitis und ergänzend dann um entsprechend die Erreger, die vermutet sind, zu eliminieren, auch die weiteren Anwendungen CR188, Bronchitis und BOE491, Mycoplasma-Pneumonie und BOE181, Chlamydophila Pneumonie. Das sind, wie gesagt, unsere Empfehlungen. Ja, nochmal ganz kurz zurück zu den Chlamydophila Pneumonie. Diesen Erreger wollte ich heute nicht als so nebenbei bemerkt abarbeiten. Ich habe jetzt zwar schon ganz oft die Anwendung, die wir empfehlen, genannt. Chlamydophila Pneumonie hat man zuerst in der Lunge bei Lungenerkrankungen gefunden, also nicht nur Lungenentzündung, da gibt es ja auch andere Erkrankungen dann. Und deswegen der Beiname Pneumonie. Nichtsdestotrotz hat dieser Erreger das Potenzial und die Möglichkeit, bei anderen Erkrankungen beteiligt zu sein. Also sogar Hauptprotagonist zu sein. Und da spreche ich eben von der Arteriosklerose und Gelenkerkrankungen, wie zum Beispiel Arthritis. Chlamydophila Pneumonie, der Erreger, der es in fast alle Workshops schafft, in diesem Jahr auch, wenn er nicht im Vortrag erwähnt wird, dann bei der Beantwortung Ihrer Fragen im Chat. Das ist der Erreger und wie gesagt, hier noch einmal die Empfehlung. Als nächstes spreche ich über die Frage, die ich auch oft gestellt bekomme, Magen-Darm-Erkrankung, was machen? Ja, ein Magen-Darm-Infekt wird durch Viren oder Bakterien oder durch deren Gifte hervorgerufen, etwas seltener durch Parasiten. In der Mehrzahl sind sehr stark Viren und Bakterien hier beteiligt. Häufigste Auslöser sind Rota- und Noroviren. Und die bekanntesten bakteriellen Verursacher von Magen-Darm-Infekten sind Salmonellen, Escherichia coli und Campylobacter bzw. Helicobacter. Und hier haben wir natürlich auch unsere Empfehlungen, wie Sie hier beim Verdacht auf Magen-Darm-Infekte mit Agelcare gegen diese Erreger vorgehen können,
sie zu eliminieren. Ich habe hier einmal sie aufgelistet. Einmal WEI 2.2, die Anwendung, die kennen Sie eventuell aus von anderen Fragestellungen, aber Sie finden hier, die Anwendung heißt Viren, umfassend, und in Klammern finden Sie eben auch die Rotaviren, das haben wir ja gerade gehört, mit Hauptverursacher von Magen-Darm-Infekten. Gleich gefolgt von BOE 501. Die Anwendung heißt Norovirus und Norvac-Virus. Das sind die beiden, sind mit dieser Anwendung da berücksichtigt. Dann BOE 518, Salmonella Enteritidis. Das ist der Erreger, der eben hier im Zusammenhang mit Gastroenteritis und auch Lebensmittelvergiftung auftritt und eben als auch bei Magen-Darm-Infekten vorhanden ist. Escherichia coli erreichen Sie am besten mit BOE 281. Also BOE 281 Escherichia coli, unsere Empfehlung. Und weiter unten, ganz unten steht BOE 332, unsere Empfehlung für die Eliminierung Helicobacter pylori. Der findet sich ja nicht nur im Magen. Zum Beispiel, wenn wir da Magengeschwüre entstehen, dann ist in den meisten Fällen Helicobacter pylori dort vorhanden, aber auch im Darm. Und vielleicht kennen Sie ihn von früher her als Campylobacter pylori. Das ist derselbe Erreger, hat jetzt nur einen anderen Namen. Das ist ja oft so, dass er aus verschiedenen Erkenntnissen heraus dann die Erreger teilweise andere Namen erhalten. Also hier unsere Empfehlungen. Und ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich habe hier noch weitere Anwendungen für Sie. Die gehen mehr auf die, vom Namen her auf die Symptome. Nichtsdestotrotz werden hier die dahinterliegenden Erreger eliminiert, allen voran C418, Krämpfe und Übelkeit und auch VEG5, Colitis und Durchfall. V steht für verifiziert. Colitis, das ist die Darmentzündung, und Durchfall, das sagt Ihnen bestimmt allen was. Dann C885, Reizdarmsyndrom. Das sind noch weiterführende Anwendungen. Ich sagte ja schon eingangs, wir werden hier nicht alles klären können. Das sind Empfehlungen hier als Beispiel genannt für Sie, um eben die entsprechenden Erreger zu eliminieren. Ja, also das bei Magen-Darm. Infekten. Und ja, das waren jetzt hier insofern meine Themen. Ich fasse gerade nochmal so was zusammen. Es ging heute um, was geht denn gerade so um? Und dabei um Mycoplasma pneumoniae als Mithauptverursacher der Pneumonie, wer aber meistens, in den meisten Fällen milde Krankheitsverläufe, an milden Krankheitsverläufen beteiligt ist. Chlamydophila pneumoniae, hier unsere neue Empfehlung mit der Anwendung BOE 181. Und zum Schluss ging es dann um die große Frage Magen-Darm-Infekte. Ja, gern unterstützen wir Sie weiterhin bei Ihren Fragen zum Einsatz von AgilCare. Hierzu haben wir einen umfangreichen Support aufgebaut. Und Sie können uns Ihre Fragen per Ticketsystem stellen oder im Rahmen des Telefonsupports. Der ist ja montags bis freitags zwischen 9 und 10 Uhr. Und Sie rufen hier die dargestellte Telefonnummer an. Lassen es einmal klingeln und dann legen Sie auf und wir rufen Sie zurück. Ja, Achtung, an diesem Donnerstag ist hier in Deutschland ein Feiertag. Da findet kein Telefonsupport statt. Sie können aber stattdessen am Freitag danach anrufen oder uns Ihre Fragen im Ticket stellen, die wir Ihnen dann auch gerne beantworten. Ich erwähne das jetzt nochmal ganz kurz, weil ich habe eine Bitte. Bitte verzichten Sie auf andere Kanäle für Ihre Fragen an uns. Leider kreiert das für uns immer mehr Aufwand und wir sind in unserem Team nicht mehr transparent, was ebenfalls für uns mehr Aufwand bedeutet und wir aber dann keine Zeit für Ihren Support mehr haben. Wenn es sich also bei Ihnen wie, ja, jetzt mal schnell anfühlt. So einfach ist es meistens nicht. Also, dass Sie jetzt mal schnell Ihre Frage loswerden, wie auch immer an uns. Wir möchten Ihnen immer die Frage
Wir möchten einmal Ihrer Frage und Ihnen auch volle Aufmerksamkeit widmen und schenken und Ihnen auch die Frage professionell und umfassend beantworten. Und dazu möchten wir uns gerne Zeit nehmen. Und das ist eben dann hier über diese genannten und aufgeschriebenen Kanäle möglich. Bitte haben Sie da Verständnis dafür. Selbstverständlich dürfen Sie auch hier im Workshop und im Chat des Workshops Ihre Frage stellen. Die beantworten wir Ihnen auch möglichst gleich hier im Live-Workshop oder per E-Mail, wenn Sie uns die Fragen im Chat der Aufzeichnung stellen. Ja, ich bedanke mich da recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, Sie können das verstehen. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei Ihnen für Ihre Empfehlung an Interessierte, die sich für sich selbst und AgriCare dann, die für sich selbst AgriCare zulegen möchten. Wir bedanken uns auch sehr gern mit einer Tippprovision. Hier wurde ich letztens gefragt, warum wir das bei jedem Workshop erwähnen. Ja, erstens finden wir, es ist sehr, sehr wichtig, hier in unserem privaten Raum, den wir ja hier geschaffen haben im Workshop, mit Ihnen, uns bei Ihnen zu bedanken, weil Sie so zufrieden sind mit AgriCare, mit uns, mit unserem Service, dass Sie sehr gern Ihren Liebsten um Sie herum dieses auch gönnen. Und dass Sie verbesserte Lebensqualität mithilfe von AgriCare erlangen. Zweitens freuen wir uns darüber, dass es uns möglich ist, solch eine Provision in der Höhe an die jeweiligen Empfehler auszusprechen. Und das ist nicht alltäglich und in unserer Branche fast nicht wieder so anzutreffen. Und es bedeutet uns aber eine sehr, sehr tiefe und vertrauensvolle Beziehung mit Ihnen, die uns sehr viel, nämlich 150 Euro pro Empfehlung wert ist. Und eben hier diese Erwähnung auch entsprechend bei jedem Workshop. Wir sind einfach sehr stolz auf uns, aber auch auf Sie und bedanken uns recht herzlich eben für Ihr Engagement hier im Rahmen dessen, wie wir es uns alle möglich machen. Ja, und jetzt bin ich aber auch schon fertig mit meinem Vortrag und bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit hier zum Workshop. Lieben, lieben Dank. Und ich